Vor unvorstellbar langer Zeit, 42.000 Jahre vor der Gegenwart, lebte im Rheintal ein junger Mann. Seine Artgenossen lebten schon seit fast 100.000 Jahren als einzige Menschen in Europa. Sie erfanden erstaunliche Materialien und Werkzeuge, verteidigten sich gegen gigantische Feinde und entwickelten eine eigene, uns immer noch weitgehend unbekannte Kultur. Alles begann damit, dass 1856 italienische Steinbrucharbeiter einen alten Schädel entdeckten. Hey Alessandro! Was, Luigi? Was soll ich mit dem Ding machen? Schmeiß den Schrott weg! Damit hätte die Geschichte vom Neandertaler-Fund schon wieder zu Ende sein können und vermutlich hätte man nie mehr von dem Fossil gehört. Glücklicherweise hatte der Steinbruchbesitzer Beckershoff jedoch ein Faible für alte Knochen. Luigi, Alessandro, was ist das für ein Schädel? Davon muss es schon noch mehr geben in dieser Erde hier. Das wird viel Zeit kosten. Denk nicht nach, mach, was ich dir sage. Los, mach! Hundertfünfzig Jahre später fesselt der rätselhafte Fund noch immer die Aufmerksamkeit aller, die in seine Nähe kommen. Der Urgeschichtsforscher Ralf Schmitz versucht jetzt durch ein groß angelegtes Forschungsprojekt die letzten Rätsel des Neandertalers zu lösen, dessen Forschungsgeschichte von Missverständnissen geprägt ist. Na, mein bester Fulrott, da habe ich ihn aber ein schönes Stück gerettet. So ein vollständiges Skelett von einem Höhlenbären hat sonst noch niemand gefunden, was? Werden Sie wieder einen Ihrer Vorträge über die Knochen halten? Sie wissen doch, ich unterstütze Sie gern. Was werden Sie jetzt mit dem Bärenfund anfangen? Mein lieber Beckershoff, das sind nicht die Knochen eines Bären. Das ist ein menschliches Wesen. Der Lehrer Johann Karl Fulrott war der Erste, der die Bedeutung des Fundes erkannte. Heute interessieren sich viele internationale Wissenschaftler für das weltberühmte Skelett, aber längst nicht jeder darf den Neandertaler einfach unter die Lupe nehmen. Nur für die erfolgversprechendsten Untersuchungen geht der Mann aus dem Kalk hin und wieder auf Reisen. Ralf Schmitz ist mit seinem knöchernen Schützling auf besondere Weise verbunden. Er hatte gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Thissen während einer aufsehenerregenden Grabung längst verloren geglaubte Teile des Neandertalers aus dem mittlerweile völlig veränderten Neandertal geborgen. Aus unseren Grabungen 1997 und 2000 stammen insgesamt etwas mehr als 70 menschliche Knochenfragmente. Drei dieser Stücke lassen sich direkt an das Skelett des namengebenden Neandertalers ansetzen. Der letzte Beweis war ein kleines Knochenstück, dieses hier, das sich an den linken Oberschenkelknochen des berühmten Neandertalers ansetzen lässt. Und ein Stück von der rechten Schädelseite, das ebenfalls an den Schädel von 1856 passt. Weitere robuste Neandertalerknochen gehören ebenfalls zu diesem Mann. Sowie das linke Jochbein, das exakt an die Schädelkalotte passt. Nach ihrer Entdeckung war die Kalotte zunächst in Fulrotts Besitz geblieben. Erst seine Erbin verkaufte den Fund. Na, mir fällt der Verkauf nicht leicht. Sicherlich schätzt Ihr Vater es, dass das hier bleibt. Das Ausland kaufte zu viele prähistorische Funde. Außerdem vertraute er Ihnen sehr. Das tat er, bei Gott. Schnell war man sich einig.
Und ich tue das auch. So dann, zum Geschäft. Ich danke Ihnen sehr. 1877 erwirbt ein Bonner Museum den Fund. Dann verschwand der Neandertaler allerdings erst einmal wieder im Dunkel der Geschichte. Zwar beschäftigten sich immer wieder Wissenschaftler mit dem Fossil aus dem Neandertal, aber erst die Funde von Ralf Schmitz leiteten eine Wende in der Forschung ein. Wie hat der Neandertaler ausgesehen? Die Kalotte allein ließ keine Rückschlüsse auf die Gesichtszüge des Eiszeitlers zu. Die Rekonstruktionsspezialisten Christoph Zollikofer und Marcia Ponce de Leon aus Zürich sind erst durch die von Schmitz neu entdeckten Teile in der Lage, den für immer verloren geglaubten Gesichtsschädel des Neandertalers zu rekonstruieren. Mit einer speziell entwickelten Software fügen die Wissenschaftler alle Stücke zusammen, ohne die Originalfossilien zu berühren. Bei diesem Neandertaler, der beinahe 150 Jahre ohne Gesicht blieb, ist es jetzt endlich möglich, was darüber auszusagen, wie er ausgesehen hat. Und es kommen ja immer mehr Stücke, kleinere, größere, die anschließen an diese alte Kalotte. Und einige dieser Stücke sind von der linken Seite, andere von der rechten Seite. Und durch Spiegelung in der virtuellen Realität können wir nun versuchen, Stück für Stück zusammenzusetzen und aus diesem dreidimensionalen Puzzle zu einer Gesichtsform zu kommen. Bisher galt der Neandertaler als steinzeitliches Raubein. Für viele mehr Affe als Mensch. Tatsächlich zeichnet die moderne Forschung ein völlig anderes Bild. Der Neandertaler fertigte komplexe Dinge an, deren Herstellung ein Höchstmaß an Planung erforderte. Karlapok. Sowie einen großen Erfahrungsschatz und viel Geduld. Die Neandertaler beobachteten ihre Umwelt genau und nutzten alle verfügbaren Ressourcen. Acker! Acker! Fast alles Wasser war vor 42.000 Jahren in den Gletschern gefroren. Nur selten konnten sich die Neandertaler in stehenden Gewässern spiegeln. Trotzdem glaubt ein Großteil der Forscher, dass sie bereits ein Bewusstsein für sich selbst als Menschen hatten und sehr wahrscheinlich sogar einen Sinn für Schönheit. Da man immer wieder Farben in Gräbern gefunden hat, aber niemals Kunstwerke auf Stein oder Holz, liegt der Schluss nahe, dass die Neandertaler die Farben zur Körperbemalung benutzt haben. Um den Mann aus dem Neandertal besser verstehen zu können, versucht Schmitz mehr über das Klima während der Eiszeit herauszufinden. Bohrkerne aus Grönland sollen Aufschluss über die Situation im Rheinland geben. Das Ergebnis aus dem Eisarchiv ist überraschend. Die Zeit der Neandertaler zeichnet sich nicht so sehr durch außergewöhnlich lange Kälteperioden aus, sondern vor allem auch durch extrem wechselhaftes Wetter, das von allen möglichen Faktoren mitbestimmt wurde.
Was kann man jetzt an so einem Eisbohrkern eigentlich alles genau ablesen? Wir können verschiedene Klimaparameter rekonstruieren. Wir können die Lufttemperatur rekonstruieren, die Zusammensetzung der Luft und auch den Spurengasgehalt der Atmosphäre. Und diese Parameter sind aber eben nicht sichtbar. Die können wir nur messen. Und hier haben wir jetzt ein ganz besonderes Eiskernstück. Dieses enthält eine mächtige Vulkanaschenlage. Mhm. Und das ist also ein Ereignis, was man wirklich mit dem bloßen Auge auch sehen kann. Ja. Diese vulkanische Asche, die stammt von einer sehr großen Vulkanexplosion und ist dann also über viele tausend Kilometer bis nach Grönland geflogen. Der Ausbruch des unbekannten Vulkans vor rund 50.000 Jahren beeinflusste das Klima in Europa jedoch nur für etwa 2 Jahre. Zahlreiche andere Temperaturschwankungen sind nachweisbar, aber ihre Ursache ist derzeit noch unbekannt. Obwohl im Schnitt rund 5 Grad kälter war das Rheinland vor 42.000 Jahren, als der Mann aus dem Neandertal hier lebte, ein wahrer Garten Eden mit reichen Weidegründen für die gewaltigen Tierherden, für einen Jäger eine Zeit der Fülle. Die Suche nach dem Gesicht des Neandertalers führt ins Institut Cäsar nach Bonn. Hier werden die von Ponce de Leon und Zollikofer angelieferten Daten von der virtuellen Welt in die reale Welt übersetzt. In einem Gefäß mit flüssigem Kunstharz bewegt sich ein Laserstrahl, der das Harz Schicht für Schicht nach der Vorlage der Computerrekonstruktion aushärtet. In mehr als 24 Stunden entsteht auf diese Weise detailgenau der Schädel des Mannes aus dem Neandertal. Zum ersten Mal seit 150 Jahren ist die Knochenstruktur des ursprünglichen Gesichtes wieder erkennbar. Doch wie wird aus einem Schädel ein Gesicht? Daku! Sein Aussehen erschließt sich den Forschern mehr und mehr, aber wie hat er sich verhalten? War er ein Großwildjäger? Oder ging er den Giganten seiner Zeit eher aus dem Weg? Wovon hat sich der Neandertaler ernährt? Auf diese Frage hofft Ralf Schmitz, von einem Chemiker endlich eine abschließende Antwort zu erhalten. Zunächst müssen Proben entnommen werden, nicht nur vom Neandertaler, sondern auch von Wollnashorn, Riesenhirsch, Wolf und anderen Zeitgenossen. Mike Richards will herausfinden, wie der Speisezettel des Neandertalers im Detail ausgesehen hat. Um zu zuverlässigen Aussagen über die Ernährung des Eiszeitlers zu kommen, muss er die Daten von Vegetariern, Fleischfressern und Allesfressern aus derselben Zeit untersuchen. Funde aus anderen Zeiträumen würden durch unterschiedliche Lagerungszeiten die Ergebnisse verfälschen. Ein direkter Vergleich mit den Isotopenwerten moderner Menschen ergibt kein brauchbares Resultat. Ich habe diese Proben entnommen, um mir die Chemie der Knochen näher anzuschauen, besonders die Werte der stabilen Isotopen. Ich untersuche die Nahrung der Neandertaler und der Tiere, die zu ihrer Zeit lebten. Dabei haben wir herausgefunden, dass alle Neandertaler dieselben Isotopenwerte wie Wölfe haben. Es sieht also so aus, als wären sie in erster Linie Fleischfresser gewesen, äußerst erfolgreiche Jäger. Wie sieht ein erfolgreicher Jäger aus?
Das Atelier Manufaktur in München ist die nächste Station von Ralf Schmitz. Hier soll auf der Basis der Stereolithografie eine Büste entstehen, die möglichst viele individuelle Züge des Mannes aus dem Neandertal spiegelt. Um die Dicke der Fett- und Muskelschichten zu bestimmen, kann man mit den Werten eines durchschnittlichen mitteleuropäischen Mannes arbeiten. Aber welches Leben hat der Neandertaler geführt? Und welche Spuren hat es im Gesicht des Neandertalers hinterlassen? Vor allen Dingen, weil von der Ferassie halt hier sehr viel erhalten ist, gerade in diesem Bereich. Und auch die Nasen. Haben die Altmenschen bereits gespielt? Wie erlernten sie Neues? Welche Fähigkeiten besaßen sie? Die Beritok. Wie entwickelt war ihre Sprache? Bildak Tutsiok Alak. Lange Zeit glaubten die meisten Forscher, dass Neandertaler keine Kleidung trugen, weil keine Nadeln mit Öhr gefunden worden waren. Dabei reicht eine einfache Ahle, um Löcher in Felle und Leder zu stanzen, durch die man wiederum Sehnen und Lederbänder fädeln kann. Auch von Körperpflege sollen die Eiszeitler nach aktueller Forschung mehr verstanden haben, als man ihnen lange zutraute. Ursache für den Meinungswandel sind Beweise einer hochentwickelten Technologie, die die Neandertaler zweifelsfrei beherrschten. Lange vor unseren eigenen Vorfahren hatten die Neandertaler bereits den Klebstoff erfunden. Im Museum für Vorgeschichte in Halle lagern die Reste des eiszeitlichen Uhu Plus. Der unscheinbare Krümel wurde in den 60er Jahren bei einer Grabung in Königsaue in Sachsen-Anhalt entdeckt. Aber erst viele Jahre später erkannten Wissenschaftler seine Bedeutung als Beleg für den außergewöhnlichen Erfindungsgeist der Neandertaler. Zunächst hatte man den Fund für einen simplen Harzrest gehalten. Ja, das ist eben diese Stelle. Niemand hätte den Neandertalern die Leimherstellung aus Birkenrinde zugetraut. Warum nicht? Weil sie sehr viele verschiedene Reaktionsbedingungen gleichzeitig korrekt einhalten müssen. Die richtige Temperatur, den weitgehenden Luftabschluss. Und der Prozess muss auch sehr schnell vonstatten gehen. Und das sind Dinge, die auch im Reagenzglas ziemlich schwierig sind. Ich habe etliche Anläufe gebraucht, um das halbwegs in den Griff zu bekommen. Jedes Mal wird es auch wieder anders. Kaum vorstellbar eigentlich, wie der Neandertaler das hinbekommen hat, ohne Bunsenbrenner, ohne Reagenzglas. Das Verfahren der Neandertaler war offenbar bis ins Detail ausgeklügelt. Figur Syrup. Hallo. Sie gruben festgerollte Birkenrindenstücke ein und verdichteten die umgebende Erde. Aka. Now set up Ethiop. Ethiop. Zunächst verbreiteten die flüchtigen Bestandteile einen angenehmen Geruch nach geräuchertem Schinken. Dann schwitzte die Birkenrinde unter Sauerstoffabschluss das wertvolle Pech aus. Aber nicht jeder Versuch gelang. Schadenfreude und Ärger könnte ein so innovativer Geist schon empfunden haben. Es ist relativ hart zunächst.
Das Birkenpech diente als erster selbstproduzierter Klebstoff der Menschheitsgeschichte vermutlich vor allem dazu, Schäftungen haltbarer zu machen, also Stein und Holz sicher miteinander zu verbinden, um möglichst haltbare Waffen oder Werkzeuge herzustellen. So könnte es doch passen. Ja, das ist genau der Befund wie ein Königsarbeit. Sehr wahrscheinlich gab es für die Herstellung und Weiterverarbeitung des Werkstoffes schon Spezialisten. Das Pech konnte abgekühlt und ausgehärtet in Form von Perlen oder Kügelchen transportiert werden. Zur Weiterverarbeitung musste man es nur erhitzen. Aber das Birkenpech von Königsaue hat eine weitere Besonderheit zu bieten. Einige Wissenschaftler glauben, dass einer der Werkzeugmacher bei der Verarbeitung einen Finger- oder Handabdruck auf dem Pech zurückgelassen hat. Um dieser These auf den Grund zu gehen, wendet sich Ralf Schmitz an Hauptkommissarin Wabnitz vom LKA Magdeburg. Sie hat die verdächtigen Linien auf dem Birkenpechstück genauestens untersucht und nimmt nun die Abdrücke des Wissenschaftlers, um sie mit dem mutmaßlichen Fingerabdruck des Neandertalers zu vergleichen. Außerdem ist Schimpansendame Nana vom Zoo Magdeburg bei dem Versuch behilflich, das Rätsel um den angeblichen Neandertaler-Abdruck zu lüften. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass sich die Papillarlinien von Neandertaler-Händen deutlich von denen moderner Menschen unterscheiden, aber dafür Gemeinsamkeiten mit denen anderer heute lebender Primaten haben. Also das war jetzt Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Ja. Die Vergleiche mit den Fingerabdrücken moderner Verwandter des Neandertalers machen deutlich, einen klassischen Fingerabdruck hat uns der Eiszeitler nicht hinterlassen. Schlaufen und andere Formen, wie sie für Fingerabdrücke typisch sind, kann man auf dem Pech nicht erkennen. Mhm. Aber nicht so verlaufen, sondern wirklich so. Na gut, da kann ich mal das. Der Abdruck eines modernen Menschen ähnelt dem des Schimpansen. Das Birkenpech dagegen zeigt nur parallele Linien. Wenn man davon ausgehen möchte, dass es sich unbedingt um Papillarlinien handelt, dann ließe sich eigentlich nur schlussfolgern, alleine vom Verlauf dieser Linien, die da zu erkennen sind, dass es sich dann um einen Abdruck aus der Handinnenfläche, aus der Handkante handeln könnte, die zum Beispiel beim Kneten von einem Stück Birkenpech entstanden sein können. Schwer herstellbare Gegenstände und Materialien wie Birkenpech haben die Neandertaler vermutlich mitgenommen, wenn sie zu einem neuen Lager zogen. Wahrscheinlich wechselten die Neandertaler mehrmals im Jahr zwischen verschiedenen Lagern, die jedoch einem bestimmten Territorium zugeordnet waren. Wichtig war vor allem auch der Besitz des Feuers. Sehr wahrscheinlich führte ein Trupp immer glühende Kohlen oder Gerätschaften zum Feueranmachen mit. Eine Höhle musste mit äußerster Vorsicht betreten werden. Immer bestand die Möglichkeit, dass ein anderer Anspruch auf die Behausung erhob.
Dr. Torbock! Dr. Torbock! Feldbock! Höhlenlöwen waren nicht nur direkte Nahrungskonkurrenten des Neandertalers, sondern auch furchteinflößende Gegner. Mit einer Schulterhöhe von über 1,50 Meter war er auf allen Vieren fast so groß wie ein stehender Neandertaler. Diesem Giganten ist nur mit Feuer beizukommen. Der Trupp ist ein eingespieltes Team. Diesen Feind kann man nicht töten, aber verwirren und vielleicht verscheuchen. Aber der Junge ist noch ungeübt und passt einen Moment nicht auf. Doch der Clan hat Glück im Unglück. Das Tier ist alt und nicht besonders angriffslustig. Ein junger Löwe hätte viel mehr Blutzoll gefordert. Für den Schwerverletzten kein Trost. Wir haben ja hier die linke Elle und können erkennen, dass am oberen Ende ein Knochenbruch erfolgte, wo das obere Stück der Elle mit dem Ellenbogen abgesplittert ist. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass in gebeugter Stellung der Oberarmknochen in den Einschnitt der Elle hineinragte und dass dann von oben mit großer Kraft hier der Einbruch erfolgte. Die Wunden des Mannes aus dem Neandertal waren lebensgefährlich. Eine medizinische Behandlung muss erfolgt sein. Pigtau. Aka hier. Aki, Ani, Ida, Ida. Rivok, Rivok, Rivok. Allein die schwere Kopfverletzung hätte tödlich sein können. Mansuk. Aka. Ei Okbok, ei Onarbok. Die Wunde am Arm zeichnete den jungen Mann für sein ganzes Leben. Das Gelenk blieb nach dem Unfall steif, wie man anhand der Arthrose an den betroffenen Knochen bis heute erkennen kann. Weil durch den Bruch eben die beiden Teile des Knochens auseinanderklafften. In welchem Alter hat er eigentlich diesen Bruch erlitten? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir können sicher doch aussagen, dass das Bruchgeschehen wenigstens 7 bis 10 Jahre vor dem Tode dieses Mannes austrat. Wahrscheinlich eher, kann man nicht ausschließen, auch 20 Jahre, ist durchaus denkbar. Dann muss seine Gruppe ihn fast 2 Jahrzehnte lang mitversorgt haben. Natürlich. Sonst hätte ohne den Schutz und die Unterstützung der Gruppe hätte der Mann aus dem Neandertal nicht überleben können. Er versuchte zwar mit seinem gesunden Arm seine Behinderung auszugleichen, aber trotz aller Mühen blieb er gehandicapt. Ralf Schmitz möchte aber noch mehr über den Gesundheitszustand des Eiszeitlers erfahren. Ein Dünnschliff bestätigt, der Unterarm weist Hohlräume auf, Zeichen für Knochenabbau. Aber nicht nur die kranke Elle wies interessante Veränderungen auf. Links eine normale Höhlung, in der Mitte eine krankhafte. Professor Schulz von der Universität Göttingen deutet die wie angenagt wirkenden Höhlen als krankhafte Veränderung infolge eines knochenfressenden Prozesses. Hatte der Mann aus dem Neandertal im Alter womöglich Krebs? Tule Pictor. Ihr Gott. Old. Dass er ein normales Neandertaler-Alter erreichte, verdankt er allein der Fürsorge und möglicherweise der medizinischen Betreuung seines Clans. Bisher können wir nur anhand der Funde Rückschlüsse auf das Leben des Neandertalers ziehen. Sakona Pigtau Jörg. Pigtau.
Eine Wissenschaftlergruppe scheint allerdings nun einen neuen Schlüssel zur Welt der Neandertaler in Händen zu halten. Paläogenetik heißt der junge Fachbereich, der in Zukunft Antworten liefern soll, wo andere Wissenschaften längst an ihre Grenzen stoßen. Erste Pflicht des Genetikers: eigenes Erbmaterial aus den Proben herauszuhalten. Ralf Schmitz und Svante Paabo verzichten auf Anwesenheit im Rheinstraum. Eine Knochenprobe vom Original-Neandertaler soll entnommen werden. Die Nervosität steigt. Johannes Krause wird eine Bohrung am Oberarmknochen vornehmen, der bereits 1996 für genetische Untersuchungen beprobt worden war. Alle Kleidungsstücke wurden über viele Stunden bestrahlt, um jeden Keim abzutöten. Die beiden Köpfe dieser Aktion sind zum Warten verurteilt, während im Rheinstraum bereits der Staub aus dem unbezahlbaren Objekt rieselt. Etwa ein Gramm ist nötig, um festzustellen, ob der Ur-Neandertaler als DNS-Spender für ein größeres Projekt in Frage kommt. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen unbegrenzt. Es gibt dann schon jetzt einige Gene, die vielleicht von besonderes Interesse sind. Es gibt ein Gen, zum Beispiel FOXP2, wo wir wissen, dass wenn dieses Gen mutiert ist bei Menschen, heute haben wir große Probleme mit Sprachfähigkeit. Das Gen unterscheidet sich bei uns von den Schimpansen. Wenn wir wissen würden, wie der aussieht bei Neandertaler, würden wir sagen können, sind diese Veränderungen entstanden, seitdem wir uns getrennt haben vom Neandertaler. Wir würden unter Umständen dann was sagen können über Sprachfähigkeit beim Neandertaler. Es gibt Gene, die mit Haarfarbe zu tun haben, zum Beispiel, die bei uns variieren. Wir könnten untersuchen, ob die genauso variieren beim Neandertaler. Für viele Forscher ist klar, dass die eiszeitlichen Jäger sprechen konnten, seit man das Zungenbein eines Neandertalers gefunden hat. Aber welche Gefühle sie mit ihrer Sprache zum Ausdruck brachten, wissen wir nicht. Die Pläne der Genetiker reichen weit in die Zukunft. Aufgrund seines guten Erhaltungszustandes wurde der namengebende Fund aus dem Neandertal für ein besonderes Projekt ausgewählt. So wie man das Erbmaterial des modernen Menschen vor einigen Jahren entschlüsselt hat, will man auch der DNS des Neandertalers zu Leibe rücken. Ein Genomprojekt soll so viel wie möglich vom Bauplan des Eiszeitlers erhellen. Die winzigen DNS-Stücke könnten die Neandertalerforschung in Zukunft revolutionieren. Gelegentlich führten die Wanderungen auch in fremde Gebiete. Nordkorbock! Treffen verschiedener Clans müssen in bestimmten Abständen stattgefunden haben. Nur so lassen sich größere Schlachtplätze sinnvoll erklären. Für die Jüngeren der Gruppe muss es ein außergewöhnliches Ereignis gewesen sein. Nordkorbock! Statt mit nur 15 bis 20 Personen zusammenzuleben, müssen sie sich an 100 bis 150 Menschen gewöhnen.
Ein großes Treffen erfüllte mehrere Funktionen. Man konnte anlässlich der Herdenwanderungen gemeinsam jagen, um in der Gemeinschaft mehr Beute zu erlegen. Man konnte auf Partnersuche gehen. Bindungen zwischen Gruppen wurden gestärkt. Alte Freundschaften erneuert. Neue Mitglieder der Gemeinschaft begrüßt. Und man konnte Erlerntes, Gehörtes und Erlebtes austauschen. All diese menschlichen Züge sollen sich auch im Gesicht der Büste widerspiegeln. Wimpern aus Naturhaar, eine realistisch wirkende Darstellung der Narbe, Augen, deren Schnitt und Farbe zum Gesamtbild passen müssen. Einzeln implantierte Kopf-, Bart- und Brustbehaarung. So könnte der Neandertaler ausgesehen haben. Für Ralf Schmitz die erste Begegnung mit dem Mann aus dem Neandertal. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass die Haare nicht in die Stirn fallen, weil man hier natürlich jetzt noch die charakteristischen Überaugenwülste sehen kann, die fliehende Stirn. Haben wir auch versucht, die Haare so eng wie möglich am Kopf zu lassen, damit man die Schädelform noch erkennen kann. Das Zusammenleben so vieler Personen wird immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt haben. Nur mit Hilfe einer ausgefeilten Sprache war die Organisation einer solchen Gesellschaft denkbar. Der Mann aus dem Neandertal musste vermutlich viel Spott ertragen. Vielleicht war sein Unfall aber auch der Inhalt vieler Geschichten. Bleibt die Frage, wie sich die Neandertaler zeitlich und räumlich orientiert haben. Wie war es ihnen gelungen, zu einer Jagd oder einem Treffen pünktlich am verabredeten Ort zu sein? Wenn wir uns den Sternenhimmel anschauen, stellt sich die Frage, was war zur Zeit der Neandertaler vor 40, 45.000 Jahren anders als heute? Naja, der Himmelsnordpol, der war damals nicht bei unserem heutigen Polarstern, sondern der hat sich bewegt, der bewegt sich in einem Zyklus von 26.000 Jahren. Und damals war er gerade zwischen den beiden Sternen, dem Hauptstern des Schwans und dem Hauptstern der Leier, also zwischen Deneb und Vega, sehr auffällige Sterne auch für die Neandertaler damals. Es sind immerhin die hellsten Sterne mit des Nordens und vor allem die Vega, ein ganz markanter heller Stern noch in heutiger Zeit und damals für die Neandertaler wohl sicher ein wichtiger Orientierungsstern. Mit anderen Worten, diese zwei Sterne tanzten im Laufe von 24 Stunden einmal um den Himmelspol herum und waren sozusagen durchaus vielleicht auch Zeiger, die Richtung anzeigten oder den Ablauf der Zeit. Ob sich die Neandertaler an den Doppelpolarstern orientierten oder nicht,
Der eiszeitliche Nachthimmel war außerordentlich klar und muss großen Eindruck auf die Betrachter gemacht haben. Ritarpok, Aka. Ilaptok. Dass der Neandertaler tatsächlich nicht allein blieb, soll ein weiterer Knochen beweisen, den Ralf Schmitz ebenfalls im Neandertal gefunden hat. Im Institut für Teilchenphysik in Zürich wird eine Probe für den Teilchenbeschleuniger vorbereitet. Das gigantische Gerät soll mittels der C14-Methode klären, ob das zweite Individuum zur selben Zeit im Neandertal lebte wie der Urneandertaler. Wir haben den Knochen von der Frau aus dem Neandertal untersucht. Das heißt, wir haben das Alter bestimmt dieses Knochens und haben dabei festgestellt, dass dieser Knochen praktisch das gleiche Alter hat wie der Neandertaler. Für Ralf Schmitz ein vielversprechendes Ergebnis. In nächster Zukunft wird er auch noch den Milchbackenzahn eines Kindes, den er ebenfalls im Neandertal entdeckt hatte, altersbestimmen lassen. Vielleicht handelte es sich bei der schon so lange zerstörten Grotte im Neandertal sogar um eine größere Begräbnisstätte. Der Mann aus dem Neandertal starb mit rund 40 Jahren, einem normalen Alter für die eiszeitlichen Jäger. Mit neuen Methoden entrissen die Wissenschaftler den Knochen erstaunliche Informationen. Ganz werden wir den Neandertaler nie verstehen können. Aber das ist ja gerade das, was uns so sehr an ihm fesselt. Er ist uns extrem ähnlich und dabei doch so völlig fremd. Man konnte anlässlich der Herdenwanderungen gemeinsam jagen, um in der Gemeinschaft mehr Beute zu erlegen. Man konnte auf Partnersuche gehen. Bindungen zwischen Gruppen wurden gestärkt. Alte Freundschaften erneuert. Neue Mitglieder der Gemeinschaft begrüßt. Und man konnte Erlerntes, Gehörtes und Erlebtes austauschen. All diese menschlichen Züge sollen sich auch im Gesicht der Büste widerspiegeln. Wimpern aus Naturhaar. Eine realistisch wirkende Darstellung der Narbe,
Augen, deren Schnitt und Farbe zum Gesamtbild passen müssen. Einzeln implantierte Kopf-, Bart- und Brustbehaarung. So könnte der Neandertaler ausgesehen haben. Für Ralf Schmitz die erste Begegnung mit dem Mann aus dem Neandertal. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass die Haare nicht in die Stirn fallen, weil man hier natürlich jetzt noch die charakteristischen Überaugenwülste sehen kann, die fliehende Stirn. Haben wir auch versucht, die Haare so eng wie möglich am Kopf zu lassen, damit man die Schädelform noch erkennen kann. Das Zusammenleben so vieler Personen wird immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt haben. Nur mit Hilfe einer ausgefeilten Sprache war die Organisation einer solchen Gesellschaft denkbar. Der Mann aus dem Neandertal musste vermutlich viel Spott ertragen. Vielleicht war sein Unfall aber auch der Inhalt vieler Geschichten. Erklären. Für die Jüngeren der Gruppe muss es ein außergewöhnliches Ereignis gewesen sein. Statt mit nur 15 bis 20 Personen zusammenzuleben, müssen sie sich an 100 bis 150 Menschen gewöhnen. Ein großes Treffen erfüllte mehrere Funktionen. Man konnte anlässlich der Herdenwanderungen gemeinsam jagen, um in der Gemeinschaft mehr Beute zu erlegen. Man konnte auf Partnersuche gehen. Bindungen zwischen Gruppen wurden gestärkt. Alte Freundschaften erneuert. Neue Mitglieder der Gemeinschaft begrüßt. Und man konnte Erlerntes, Gehörtes und Erlebtes austauschen. All diese menschlichen Züge sollen sich auch im Gesicht der Büste widerspiegeln. Wimpern aus Naturhaar. Eine realistisch wirkende Darstellung der Narbe. Augen, deren Schnitt und Farbe zum Gesamtbild passen müssen. Einzeln implantierte Kopf-, Bart- und Brustbehaarung. So könnte der Neandertaler ausgesehen haben. Für Ralf Schmitz die erste Begegnung mit dem Mann aus dem Neandertal. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass die Haare nicht in die Stirn fallen, weil man hier natürlich jetzt noch die charakteristischen Überaugenwülste sehen kann, die fliehende Stirn. Haben wir auch versucht, die Haare so eng wie möglich am Kopf zu lassen, damit man die Schädelform noch erkennen kann.
Alles begann damit, dass 1856 italienische Steinbrucharbeiter einen alten Schädel entdeckten. Hey Alessandro! Was, Luigi? Was soll ich mit dem Ding machen? Schmeiß den Schrott weg! Damit hätte die Geschichte vom Neandertaler-Fund schon wieder zu Ende sein können und vermutlich hätte man nie mehr von dem Fossil gehört. Glücklicherweise hatte der Steinbruchbesitzer Beckershoff jedoch ein Faible für alte Knochen. Luigi, Alessandro, was ist das für ein Schädel? Davon muss es schon noch mehr geben in dieser Erde hier. Das wird viel Zeit kosten. Denk nicht nach, mach, was ich dir sage. Los, mach! »150 Jahre später fesselt der rätselhafte Fund noch immer die Aufmerksamkeit aller, die in seine Nähe kommen. Der Urgeschichtsforscher Ralf Schmitz versucht jetzt durch ein groß angelegtes Forschungsprojekt, die letzten Rätsel des Neandertalers zu lösen, dessen Forschungsgeschichte von Missverständnissen geprägt ist. »Na, mein bester Fulrott, da habe ich ihn aber ein schönes Stück gerettet.« So ein vollständiges Skelett von einem Höhlenbären hat sonst noch niemand gefunden, was? Werden Sie wieder einen Ihrer Vorträge über die Knochen halten? Sie wissen doch, ich unterstütze Sie gern. Was werden Sie jetzt mit dem Bärenfund anfangen? Mein lieber Beckershoff, das sind nicht die Knochen eines Bären. Das ist ein menschliches Wesen. Der Lehrer Johann Karl Fulrott war der Erste, der die Bedeutung des Fundes erkannte. Heute interessieren sich viele internationale Wissenschaftler für das weltberühmte Skelett, aber längst nicht jeder darf den Neandertaler einfach unter die Lupe nehmen. Nur für die erfolgversprechendsten Untersuchungen geht der Mann aus dem Kalk hin und wieder auf Reisen. Ralf Schmitz ist mit seinem knöchernen Schützling auf besondere Weise Verbundertaler. Zunächst hatte man den Fund für einen simplen Harzrest gehalten. Ja, das ist eben diese Stelle. Niemand hätte den Neandertalern die Leimherstellung aus Birkenrinde zugetraut. Warum nicht? Weil sie sehr viele verschiedene Reaktionsbedingungen gleichzeitig korrekt einhalten müssen. Die richtige Temperatur, den weitgehenden Luftabschluss. Und der Prozess muss auch sehr schnell vonstatten gehen. Und das sind Dinge, die auch im Reagenzglas ziemlich schwierig sind. Ich habe etliche Anläufe gebraucht, um das halbwegs in den Griff zu bekommen. Jedes Mal wird es auch wieder anders. Kaum vorstellbar eigentlich, wie der Neandertaler das hinbekommen hat, ohne Bunsenbrenner, ohne Reagenzglas. Das Verfahren der Neandertaler war offenbar bis ins Detail ausgeklügelt. Figur Syrup. Hallo. Sie gruben festgerollte Birkenrindenstücke ein und verdichteten die umgebende Erde. Acker. Now Syrup. Ethiop. Zunächst verbreiteten die flüchtigen Bestandteile einen angenehmen Geruch nach geräuchertem Schinken. Dann schwitzte die Birkenrinde unter Sauerstoffabschluss das wertvolle Pech aus. Aber nicht jeder Versuch gelang. Schadenfreude und Ärger könnte ein so innovativer Geist schon empfunden haben. Es ist relativ hart zunächst. Das Birkenpech diente als erster selbst produzierter Klebstoff der Menschheitsgeschichte vermutlich vor allem dazu, Schäftungen haltbarer zu machen, also Stein und Holz sicher miteinander zu verbinden, um möglichst haltbare Waffen oder Werkzeuge herzustellen. So wird's doch passen. Ja, ist genau der Befund wie Königsauer. Sehr wahrscheinlich gab es für die Herstellung und Weiterverarbeitung des Werkstoffes schon Spezialisten. Das Pech konnte abgekühlt und ausgehärtet in Form von Perlen oder Kügelchen transportiert werden. Zur Weiterverarbeitung musste man es nur erhitzen.
Aber das Birkenpech von Königsaue hat eine weitere Besonderheit zu bieten. Einige Wissenschaftler glauben, dass einer der Werkzeugmacher bei der Verarbeitung einen Finger- oder Handabdruck auf dem Pech zurückgelassen hat. Ihr Gott. Aldo. Dass er ein normales Neandertaler-Alter erreichte, verdankt er allein der Fürsorge und möglicherweise der medizinischen Betreuung seines Clans. Bisher können wir nur anhand der Funde Rückschlüsse auf das Leben des Neandertalers ziehen. Sakona Piktajok. Piktau. Eine Wissenschaftlergruppe scheint allerdings nun einen neuen Schlüssel zur Welt der Neandertaler in Händen zu halten. Paläogenetik heißt der junge Fachbereich, der in Zukunft Antworten liefern soll, wo andere Wissenschaften längst an ihre Grenzen stoßen. Erste Pflicht des Genetikers, eigenes Erbmaterial aus den Proben herauszuhalten. Ralf Schmitz und Svante Paabo verzichten auf Anwesenheit im Rheinstraum. Eine Knochenprobe vom Original-Neandertaler soll entnommen werden. Die Nervosität steigt. Johannes Krause wird eine Bohrung am Oberarmknochen vornehmen, der bereits 1996 für genetische Untersuchungen beprobt worden war. Alle Kleidungsstücke wurden über viele Stunden bestrahlt, um jeden Keim abzutöten. Die beiden Köpfe dieser Aktion sind zum Warten verurteilt, während im Rheinstraum bereits der Staub aus dem unbezahlbaren Objekt rieselt. Etwa 1 Gramm ist nötig, um festzustellen, ob der Ur-Neandertaler als DNS-Spender für ein größeres Projekt in Frage kommt. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen unbegrenzt. Es gibt dann schon jetzt einige Gene, die vielleicht von besonderes Interesse sind. Es gibt ein Gen, zum Beispiel FOXP2, wo wir wissen, dass wenn dieses Gen mutiert ist bei Menschen heute, haben wir große Probleme mit Sprachfähigkeit. Die Pläne der Genetiker reichen weit in die Zukunft. Aufgrund seines guten Erhaltungszustandes wurde der namengebende Fund aus dem Neandertal für ein besonderes Projekt ausgewählt. So wie man das Erbmaterial des modernen Menschen vor einigen Jahren entschlüsselt hat, will man auch der DNS des Neandertalers zu Leibe rücken. Ein Genomprojekt soll so viel wie möglich vom Bauplan des Eiszeitlers erhellen. Die winzigen DNS-Stücke könnten die Neandertalerforschung in Zukunft revolutionieren. Gelegentlich führten die Wanderungen auch in fremde Gebiete. Notgard Bock! Treffen verschiedener Clans müssen in bestimmten Abständen stattgefunden haben. Nur so lassen sich größere Schlachtplätze sinnvoll erklären. Für die Jüngeren der Gruppe muss es ein außergewöhnliches Ereignis gewesen sein. Nauserdor Bock! Statt mit nur 15 bis 20 Personen zusammenzuleben, müssen sie sich an 100 bis 150 Menschen gewöhnen.
Ein großes Treffen erfüllte mehrere Funktionen. Man konnte anlässlich der Herdenwanderungen gemeinsam jagen, um in der Gemeinschaft mehr Beute zu erlegen. Man konnte auf Partnersuche gehen. Bindungen zwischen Gruppen wurden gestärkt. Alte Freundschaften erneuert. Neue Mitglieder der Gemeinschaft begrüßt. Anatok. Bleibt die Frage, wie sich die Neandertaler zeitlich und räumlich orientiert haben. Wie war es ihnen gelungen, zu einer Jagd oder einem Treffen pünktlich am verabredeten Ort zu sein? Wenn wir uns den Sternenhimmel anschauen, stellt sich die Frage, was war zur Zeit der Neandertaler vor 40, 45.000 Jahren anders als heute? Naja, der Himmelsnordpol, der war damals nicht bei unserem heutigen Polarstern, sondern der hat sich bewegt, der bewegt sich in einem Zyklus von 26.000 Jahren und damals war er gerade zwischen den beiden Sternen, dem Hauptstern des Schwans und dem Hauptstern der Leier, also zwischen Deneb und Vega, sehr auffällige Sterne auch für die Neandertaler damals. Es sind immerhin die hellsten Sterne mit des Nordens und vor allem die Vega, ein ganz markanter heller Stern noch in heutiger Zeit und damals für die Neandertaler wohl sicher ein wichtiger Orientierungsstern. Mit anderen Worten, diese zwei Sterne tanzten im Laufe von 24 Stunden einmal um den Himmelspol herum und waren sozusagen durchaus vielleicht auch Zeiger, die Richtung anzeigten oder den Ablauf der Zeit. Ob sich die Neandertaler an den Doppelpolarstern orientierten oder nicht, der eiszeitliche Nachthimmel war außerordentlich klar und muss großen Eindruck auf die Betrachter gemacht haben. Ritarpok, Akka. Dass der Neandertaler tatsächlich nicht allein blieb, soll ein weiterer Knochen beweisen, den Ralf Schmitz ebenfalls im Neandertal gefunden hat. Im Institut für Teilchenphysik in Zürich wird eine Probe für den Teilchenbeschleuniger vorbereitet. Das gigantische Gerät soll mittels der C14-Methode klären, ob das zweite Individuum zur selben Zeit im Neandertal lebte wie der Ur-Neandertaler. Wir haben den Knochen von der Frau aus dem Neandertal. Aber nicht nur die kranke Elle wies interessante Veränderungen auf. Links eine normale Höhlung, in der Mitte eine krankhafte. Professor Schulz von der Universität Göttingen deutet die wie angenagt wirkenden Höhlen als krankhafte Veränderung infolge eines knochenfressenden Prozesses. Hatte der Mann aus dem Neandertal im Alter womöglich Krebs? Tule Pictor. E Gott. Aldo.
Dass er ein normales Neandertaler-Alter erreichte, verdankt er allein der Fürsorge und möglicherweise der medizinischen Betreuung seines Clans. Bisher können wir nur anhand der Funde Rückschlüsse auf das Leben des Neandertalers ziehen. Sakona Biktajok. Biktau. Eine Wissenschaftlergruppe scheint allerdings nun einen neuen Schlüssel zur Welt der Neandertaler in Händen zu halten. Paläogenetik heißt der junge Fachbereich, der in Zukunft Antworten liefern soll, wo andere Wissenschaften längst an ihre Grenzen stoßen. Erste Pflicht des Genetikers, eigenes Erbmaterial aus den Proben herauszuhalten. Ralf Schmitz und Svante Paabo verzichten auf Anwesenheit im Rheinstraum. Eine Knochenprobe vom Original-Neandertaler soll entnommen werden. Die Nervosität steigt. Johannes Krause wird eine Bohrung am Oberarmknochen vornehmen, der bereits 1996 für genetische Untersuchungen beprobt worden war. Alle Kleidungsstücke wurden über viele Stunden bestrahlt, um jeden Keim abzutöten. Die beiden Köpfe dieser Aktion sind zum Warten verurteilt, während im Rheinstraum bereits der Staub aus dem unbezahlbaren Objekt rieselt. Wovon hat sich der Neandertaler ernährt? Auf diese Frage hofft Ralf Schmitz, von einem Chemiker endlich eine abschließende Antwort zu erhalten. Zunächst müssen Proben entnommen werden, nicht nur vom Neandertaler, sondern auch von Wollnashorn, Riesenhirsch, Wolf und anderen Zeitgenossen. Mike Richards will herausfinden, wie der Speisezettel des Neandertalers im Detail ausgesehen hat. Um zu zuverlässigen Aussagen über die Ernährung des Eiszeitlers zu kommen, muss er die Daten von Vegetariern, Fleischfressern und Allesfressern aus derselben Zeit untersuchen. Funde aus anderen Zeiträumen würden durch unterschiedliche Lagerungszeiten die Ergebnisse verfälschen. Ein direkter Vergleich mit den Isotopenwerten moderner Menschen ergibt kein brauchbares Resultat. Ich habe diese Proben entnommen, um mir die Chemie der Knochen näher anzuschauen, besonders die Werte der stabilen Isotopen. Ich untersuche die Nahrung der Neandertaler und der Tiere, die zu ihrer Zeit lebten. Dabei haben wir herausgefunden, dass alle Neandertaler dieselben Isotopenwerte wie Wölfe haben. Es sieht also so aus, als wären sie in erster Linie Fleischfresser gewesen, äußerst erfolgreiche Jäger. Wie sieht ein erfolgreicher Jäger aus? Das Atelier Manufaktur in München ist die nächste Station von Ralf Schmitz. Hier soll auf der Basis der Stereolithografie eine Büste entstehen, die möglichst viele individuelle Züge des Mannes aus dem Neandertal spiegelt. Um die Dicke der Fett- und Muskelschichten zu bestimmen, kann man mit den Werten eines durchschnittlichen mitteleuropäischen Mannes arbeiten. Aber welches Leben hat der Neandertaler geführt? Und welche Spuren hat es im Gesicht des Neandertalers hinterlassen? Vor allen Dingen, weil von der Ferassie halt hier sehr viel erhalten ist, gerade in diesem Bereich. Und auch die Nasen. Haben die Altmenschen bereits gespielt? Wie erlernten sie Neues? Engera! Welche Fähigkeiten besaßen sie?
Beberitok. Wie entwickelt war ihre Sprache? Bildak tutziok alak. Lange Zeit glaubten die meisten Forscher, dass Neandertaler keine Kleidung trugen, weil keine Nadeln mit Öhr gefunden worden waren. Größere Schlachtplätze sinnvoll erklären. Für die Jüngeren der Gruppe muss es ein außergewöhnliches Ereignis gewesen sein. Statt mit nur 15 bis 20 Personen zusammenzuleben, müssen sie sich an 100 bis 150 Menschen gewöhnen. Ein großes Treffen erfüllte mehrere Funktionen. Man konnte anlässlich der Herdenwanderungen gemeinsam jagen, um in der Gemeinschaft mehr Beute zu erlegen. Man konnte auf Partnersuche gehen. Bindungen zwischen Gruppen wurden gestärkt. Alte Freundschaften erneuert. Neue Mitglieder der Gemeinschaft begrüßt. Und man konnte Erlerntes, Gehörtes und Erlebtes austauschen. All diese menschlichen Züge sollen sich auch im Gesicht der Büste widerspiegeln. Wimpern aus Naturhaar. Eine realistisch wirkende Darstellung der Narbe. Augen, deren Schnitt und Farbe zum Gesamtbild passen müssen. Einzeln implantierte Kopf-, Bart- und Brustbehaarung. So könnte der Neandertaler ausgesehen haben. Für Ralf Schmitz die erste Begegnung mit dem Mann aus dem Neandertal. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass die Haare nicht in die Stirn fallen, weil man hier natürlich jetzt noch die charakteristischen Überaugen Wülste sehen kann, mhm, und die fliehende Stirn. Haben wir auch versucht, die Haare so eng wie möglich am Kopf zu lassen, damit man die Schädelform noch erkennen kann.